Ende der Auktion ein. Die sechs Bieter stehen im globalen Wettbewerb. Ein Weltarbeitsmarkt ist entstanden. Einer der Bieter sitzt in der Nähe von Shanghai, eine Agentur für mehrere Produzenten. Das globale Datennetz macht jeden zu jedermanns Kunden und zu jedermanns Konkurrenten. Wenn Informationen sich in Sekunden um die Welt verbreiten, wird hart kalkuliert. Wir wissen, welche Qualitätsansprüche der jeweilige Käufer hat. Und danach kalkulieren wir den Preis, für den wir produzieren können. Wenn das Gebot dann unter unseren niedrigsten, hier machbaren Preis sinkt, sage ich nein. Denn sonst müssten wir die Qualität mindern und dann hätten wir nur Probleme. Bei Billigtextilien treten deutsche Produzenten längst nicht mehr an. Sie hätten keine Chance. Deutschland lässt Ware im Ausland fertigen. Der Verbraucher freut sich. Die Internetauktion ist entschieden. Einkaufspreis pro Shirt etwas mehr als 1 US-Dollar. Sie können hier sehen, dass zwei chinesische Fabrikanten den gleichen Preis abgegeben haben. Ich werde mich für den Fabrikanten 1 entscheiden, weil ich mit ihm gute Erfahrungen im Hinblick auf Liefertermine, Qualität habe. Und dann spielt auch im Endeffekt nicht der letzte Cent eine Rolle. Der Produzent bekommt per E-Mail den Auftrag. Essen erreicht Shanghai mit Lichtgeschwindigkeit. Möglich macht das ein weltweites Netz von Glasfaserkabeln. Gesamtlänge 650 Millionen Kilometer. Die Kabel verlaufen über die Meeresböden, verbinden die Kontinente. Die Datenleitung per Lichtsignal hat Satelliten als führende Kommunikationsträger abgelöst. So wurde die Welt flach und die Glasfaserkapazitäten sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Einer der Aspekte der Globalisierung ist, dass sie mit einem Zusammenwachsen der Länder dieser Welt einhergegangen ist. Und zwar auch, weil sich die Transportkosten verringert haben. Und natürlich spielt auch die Reduzierung der Kommunikationskosten dabei eine absolut zentrale Rolle. Die Informationstechnologie ist inzwischen ein ganz wesentlicher Wettbewerbsfaktor. Und ein Unternehmen, das die Wettbewerbsfähigkeit erhöht, gewinnt Marktanteile dazu und wächst. Und Unternehmen, die wachsen, werden nicht weniger Menschen beschäftigen, sondern mehr. Heute kommt der Wettbewerbsvorsprung von der Innovation, das heißt der Fähigkeit, permanent Wissen zu erzeugen und anwenden zu können. Einst lag Deutschland bei der Entwicklung der Datenverarbeitung weltweit ganz vorne. Konrad Zuse oder Heinz Nixdorf hießen zwei der Pioniere. Doch ihre Theorien und Erkenntnisse setzten meist andere um. Das Land der Ideen war diesmal nicht das Land wagemutiger Unternehmer und risikobereiten Kapitals. Was wir uns zu der Zeit, und jetzt reden wir 15 Jahre zurück, das muss man sich mal vorstellen, nicht vorstellen konnten, ist den Siegeszug des Computers und des Internets, der Einfachheit der Kommunikation. Wir sind natürlich auch, besonders als Deutsche, ein Volk, das sehr stark auf die Maschine, auf die Technologie ausgerichtet ist, nicht auf diesen spielerischen Umgang mit Informationen. Und da werden wir auch den Aufholprozess nicht mehr ganz schaffen. So zog das Geschäft mit der digitalen Revolution fast spurlos an Deutschland vorbei. Mit der Ausnahme SAP entstand, anders als in Amerika, weder ein Hardware- noch ein Softwareunternehmen von Weltgeltung. Deutschland stand abseits, als Microsoft, Apple und Google den Weltmarkt eroberten. Es ist schade, es ist aber ein Fakt. Wir haben heute in Europa, wenn es um Software geht, den Namen SAP, ziemlich alleinstehend. Und der Markt ist nach wie vor dominiert von US-amerikanischen Firmen. Und man sieht ganz stark, dass der nächste Bereich die Asiaten sein werden. In Amerika hatte man früh die vielfältigen Chancen weltweiter Vernetzung erkannt. Geniale Unternehmer wie Bill Gates wurden zu bewunderten Vorbildern einer ganzen Generation. Und sie fanden Förderer, Risikokapitalisten und das Pentagon. Die Amerikaner haben sehr früh auf Hochtechnologie gesetzt. Man darf nicht vergessen, dass unter anderem auch die großen Investitionen des Verteidigungsministeriums dazu geführt haben, dass man zunächst in Hardware führend war und später in Software. Und dann sind die Amerikaner natürlich auch bei moderner Technologie immer vorne mit dabei.
Wenn in Amerika jemand ein Unternehmer wird und dann zum ersten Mal versagt, dann ist die Meinung, er hat es gewagt, jetzt nächste Mal wird er es besser machen. In Europa wird der Betreffende dann weiterhin als Versager angesehen. Ich glaube, diese Einstellung hat es Amerika erlaubt, aus vielen kleinen Unternehmen heraus, die nach vorne gegangen sind, die Innovationen in das Leben gerufen haben, dann eben in einer ganzen Branche die Führung zu übernehmen. Tag 20 auf der Reise der COSCO Germany. Bis zu 1000 Kilometer hat das Schiff jeden Tag zurückgelegt. Kapitän Richter hat die Straße von Malakka erreicht, seit dem Aufstieg Asiens die meistbefahrene Route der Welt mit über 2000 Schiffen am Tag. Das Einlaufen in Singapur wird zum Geduldsspiel, erfordert volle Konzentration von Lotse und Kapitän. Alles, was von unserer Steuerbordseite kommt, die haben Vorrang, also wir müssen die durchlassen. Und wenn das natürlich hier nicht so sichtig ist, hier mit dem Wetter, dass hier Regen ist, da muss man schon aufpassen, ja? Weil hier natürlich auch sowas, was hier gerade an der Seite vorbeifährt, die fahren hier ohne Lotsen. Und da gibt es dann öfters auch mal Geschichten, dass die sich nicht unbedingt hier an die Regeln halten. Ne? Also muss man schon ein bisschen wirklich gut aufpassen hier, muss man echt sagen. Eine Herde kleinerer Frachter wartet schon. Die werden später die Güter aus den Containern der COSCO Germany übernehmen, sie an kleinere Häfen in Südostasien verteilen. Monsunregen erschwert das Navigieren. Die Sicht fällt auf unter 100 Meter. Schwierig für ein 335 Meter langes Ungetüm. Und wieder darf keine Zeit verloren gehen. Schon während des Verteuens wird die Ladung gelöscht. Singapur ist heute der größte Containerhafen der Welt. Es ist geplant, das heutige Volumen zu vervielfachen. Für die Crew der COSCO Germany der erste Landgang seit 17 Tagen. Die Liegezeiten sind natürlich nicht, wie sagen wir so schön, nicht so sehr sozial mehr. Weil wir kommen hier vielleicht abends an und fahren am nächsten Morgen los. Das also für die Besatzung natürlich dann relativ wenig Gelegenheiten sind, um hier auch an Land zu gehen. Und das ist natürlich ein bisschen nachteilig und das hat sich auch stark verändert im Vergleich zu früheren Jahren oder Jahrzehnten, muss man sagen. Bei der deutschen Spedition Hellmann in Singapur werden die meisten Waren umgepackt. Anschließend geht es weiter in die eigentlichen Zielländer Thailand, Vietnam oder Malaysia. Bei Hellmann organisieren gerade mal 30 Mitarbeiter den Warenverkehr zwischen Europa und Südostasien. Zumindest bei der Logistik nutzten Deutsche die Chancen globaler Dienstleistungen, erkannten die strategische Bedeutung des Stadtstaats Singapur. Singapur ist die Drehscheibe hier für Gesamt-Südostasien. Wir haben sehr flexible Arbeitsmöglichkeit hier, sehr kurze Entscheidungswege. Motivierter, denke ich sagen, weniger Bürokratismus als in Deutschland. Insofern ein Wachstumsmarkt, der mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren sehr stark noch wachsen wird. Singapur, eine beispiellose wirtschaftliche Erfolgsgeschichte. Die einstige britische Kolonie stieg unter straffer politischer Führung zur Metropole auf. Der Stadtstaat erwirtschaftet ein Bruttoinlandsprodukt pro Kopf fast so hoch wie Deutschland. Singapur schwimmt im Geld, hat keine Schulden und investiert langfristig. Politische Programme heißen hier Visionen. Vor 50 Jahren noch war Singapur ein malariaverseuchtes Hafennest, mehrheitlich bevölkert von armen, ungebildeten Einwanderern aus China. Es hat viele Jahre gedauert, die Menschen hier umzuerziehen. Wir haben ihnen beigebracht, dass man höflich miteinander umgehen muss, wenn man auf engem Raum zusammenlebt. Dass man nicht überall hinspuckt und seinen Müll nicht einfach auf die Straße schmeißt. Dass man nicht in die Fahrstühle uriniert, denn als sie noch in den Slums wohnten, sind sie ja einfach zum nächsten Baum gegangen, um das zu tun, was die Natur von ihnen verlangte. Und als sie dann später in einem Fahrstuhl denselben Drang verspürten, haben sie eben einfach in den Lift gemacht. Es hat Jahrzehnte gedauert, ihnen das alles abzugewöhnen. Lee Kuan Yew war und ist der starke Mann Singapurs.
1959 wurde er Premierminister und errichtete eine Art Erziehungsdiktatur. Seine Partei